Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Germany's Next Topmodel Adventskalender, den man bei Beauty Love kaufen kann. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Was ist das? 85,99 € kostet der und soll einen Warenwert von über 320 Euro beinhalten. Das ist meine Ansage. Und ja, hier sehen wir dann einmal den Adventskalender. Das Ganze gehört halt zur Familie von Pinkbox und Instabox und Barbarabox und Brigittebox. Das ist halt alles Beauty Love, ne? Alles Metacrew. Und hier kann man diesen Schuber wegmachen und bekommt diesen Adventskalender. Ich mag sehr, sehr gerne dieses Format. Gibt es ja auch bei den About Food Geschichten, weil das halt auch alles dazu gehört. Und deswegen, also dieses Format ist auch super toll zum Weiterbefüllen. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Wir wollen mal hineingucken und das Ganze jetzt einfach mal uns von innen anschauen. Von außen finde ich ihn süß. Ist halt wirklich so im Teenager-Design, dieses ganze pastellige, silber, ne, es spricht, also für mich, also mein inneres Mädchen spricht es eher so an. Dann wollen wir mal schauen, was die Nummer 1 zu bieten hat. Ja, wir starten das Ganze mit Avant, damit wir halt auch schon nur noch 220 Euro an Warenwert an Produkten reinpacken müssen. Okay, das ist das Pink Orchid Subtle Restoring Overnight Serum mit 30 Millilitern. Es ist von der Pflegequalität her bei Avant eine solide Geschichte, kann man auf jeden Fall machen, aber es ist jetzt nichts, was für mich persönlich an Wirkstoffkosmetik rankommt, die ich sonst gerne verwende. Ne? Also zum Beispiel Dalton, Beauty Mates, Yepoda, das ist halt mehr so das, wo ich weiß, da geht richtig die Party ab. Ich würde auch wirklich nur einen Bruchteil des Preises für dieses Produkt bezahlen. Da es in diesem Adventskalender drin ist, 85, ich habe aber dafür viel weniger bezahlt für den Adventskalender im Presale, ne? Sodass man dadurch definitiv ja auch nicht den vollen Preis dafür bezahlen wollen müssen würde, was ist das okay? Und ich glaube, das ist ganz fancy, das einfach mal auszuprobieren. Ne? Und sowieso ein Serum in der Nummer 1 finde ich persönlich auch echt cool. Schauen wir mal in die Nummer 2. Oh, die ist wirklich ganz gut gefüllt. Ja, das sind Press-on-Nails, ne? Von Adele Nail Addict. Wunderschön. Also so würde ich mir sie gerne mit einem Nagellack machen. Try me? Ach, cool. Ist mir zu klein, ja, war klar. Okay, egal. So schauen die aus. Und ich finde sowas halt auch echt gut in diesem Adventskalender aufgehoben. Ich denke auch, dass viele, vor allem junge Mädels, das ganz cool finden werden. Ne? Für mich passt es halt nicht, weil mein Nagelbett einfach zu groß ist. Also sowohl zu breit als auch gut mit der Länge passt das schon. Ne? Also das sind hier auch relativ lange Nägel, die man hier so findet. Aber nee, das wird nicht passen. Die werden mir ruckzuck abfliegen. Das brauche ich jetzt so nicht. Die sind jetzt auch ehrlich gesagt sehr, sehr rund. Da muss man halt mal schauen. Aber ich mag dieses, ja, also dieses Design, dieses Glitzernde finde ich richtig cool. Und dieses Chrome-mäßige und dann noch dieses Matte. Richtig, richtig, richtig schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3, die hoffentlich nicht leer ist. Nein. Ah, Beauty ist auch am Start. Okay. Passt irgendwie auch fancy. Marine Magic Glamour Glow and Glitter Edition. Schon. Und das ist halt auch aus der Germany's Next Topmodel Edition. Das ist natürlich super witzig. Und die Beauty Eye Patches mag ich auch ganz gerne. Die sind echt schön pflegen. Kann man machen. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, da sind Schmetterlinge drauf. Lala Lab. Oh, das ist schon eine süße Verpackung, ne? Hier werden wir sehr sicherlich einen Gutschein drin finden. Ja, füll die Box mit deinen schönsten Momenten aus 2023. Love it, print it. Und da gibt es hier einen extra Code. Lade dir die Lala Lab App kostenfrei herunter und gib den Code beim Bezahlen im Rabattfeld ein. 10 gratis Fotos. Das ist jetzt nicht die Welt. Die sind dann, glaube ich, auch wirklich nur in diesem Format. Ne? Aber es ist okay, es ist mit dabei, es ist ganz süß. Ja, aber ne, ihr merkt, glaube ich, was ich mit der Nummer 1 auch sagen wollte. Wir haben da halt so ein Klopperprodukt drin, einfach um zu sagen, okay, wir haben halt einen hohen Warenwert. Und danach kommt halt so Gebremsel und jetzt gucken wir mal weiter. Ich möchte nämlich nicht außer Acht lassen, dass dieser Adventskalender ja 86 Euro kosten soll tatsächlich. Ne? Ja, hier haben wir einen Lippenpflegestift drin. Das gehört auch in einen Beauty-Adventskalender mit da rein, finde ich. Be Natural Beeswax Lip Balm mit Coconut Vanilla ist auch eine ganz, ganz tolle Richtung. Ich glaube auch, dass es vielen gefallen wird. Deswegen macht es Sinn, dass der mit dabei ist. Ist eine schöne Sache. Und jetzt, Nikolaus, lass bitte wieder ein Klopper sein. Die Nummer 6. Ja, das ist ja mutig.
City CC von Madara. Madara ist toll, aber Hyaluronic Anti-Pollution CC Cream Shade Light. Ja, das ist halt wirklich schwierig. 15 Milliliter haben wir hier drin. So ein Produkt in einen Adventskalender reinzupacken, das ist sehr, sehr mutig, sage ich immer. Ne? Ich weiß nicht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das hier sogar fast schon zu dunkel für mich sein könnte. Und für alle, die so ab Medium Skin Tone haben, die sind halt einfach raus. Und das vor allem zu Nikolaus finde ich blöd, muss ich sagen. Ich mag gut andere Adventskalender packen, das sind eine 24. Opfer. Die Nummer 7, eine Maske. Das passt aber tatsächlich nicht zum Thema, ich möchte einen Adventskalender für ein junges Mädchen sein, weil das ist Retinol. Seventh Heaven oder Seventh Heaven Nutriactive Retinol, eine verjüngende Maske. Ja, weil das ist halt nichts für junge Mädchen. Ne? Also Retinol würde ich jetzt nicht verwenden, wenn ich unter 20 bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und das ist halt das Anti-Aging Produkt schlechthin oder der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin, Retinol halt. Und weil das gehört halt auch zu, steht hier auch drauf, ein Derivat von Vitamin A. Also es hat auch so ein bisschen was von einem Peeling. Ab 12 Jahren steht hier auch tatsächlich drauf. Ich würde es aber nicht, ich würde es nicht unter 20 verwenden. Das muss man nicht haben. Das ist eine Tuchmaske. Also ich finde es cool. Ich werde die sehr wahrscheinlich auch verwenden, einfach um es mal auszuprobieren. Und weil meine Haut Retinol richtig geil findet. Aber ich bin auch 34 Jahre alt. Ne? Die Nummer 8 machen, das ist krass. Und hier ist ein Tübchen drin mit einer Luvas Heilerde Waschlotion. Sehr schön für sehr trockene, gereizte Haut, auch bei Neurodermitis. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten und sowas finde ich sehr, sehr cool. Das kann wirklich jeder verwenden und jeder sollte sich ja auch das Gesicht reinigen. Das macht durchaus Sinn und deswegen ist es hier ganz gut aufgehoben. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine alle Hauttypen, Tag- und Nachtpflege mit Mohnblütenduft freuen. 50 Milliliter, das ist eine Full Size. Und das ist halt auch eine Gesichtscreme, die ich tatsächlich verwendet habe oder verwenden konnte, als ich noch sehr, sehr jung war. Ne? Also das ist jetzt nichts, was ich jetzt verwenden könnte, weil mir das A, zu viele Parfümstoffe enthalten würde und B, nicht den Pflegeeffekt hätte, den ich einfach mittlerweile brauche. So schaut es aus. Ja, es ist tatsächlich eine andere Verpackung. Ne? Also das steht hier auch drauf, neue Glastiegel und so. Ja, ist schon ganz hübsch. In der Nummer 10 darf es mit etwas von Real Her weitergehen. I Love Myself Moisturizing Lipstick 3,5 Gramm in der Farbe Warm Nude. Oh, das hört sich doch sehr schön an, muss ich wirklich sagen, ne? Weil das ist dann auch etwas, was man so ganz gut tragen kann. Also eine super, super schöne Verpackung, auch dass dieses I Love Myself da drauf steht. Und da das halt auch so ein bisschen spiegelt, kann man die Verpackung nutzen, um sie als Spiegel zu verwenden. Was ich cool finde für unterwegs. Es ist ein sehr helles Nude, aber ich glaube, dass das vielen gefallen wird. Cool. Und vor allem, wenn du das so in Kombination mit einem dunklen Lip Liner verwenden würdest, hast du auch so einen Ombre-Effekt. Also ich glaube, da geht ziemlich viel mit. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, fühlt sich sehr, sehr schwer an. Oh. Und wir haben hier eine Zahncreme drin. Ich habe letztens noch gesagt, Mensch, wir haben so wenig Zahncremes in Adventskalendern. Seitdem, bam, bam, bam. White and Gloss. Für sofort weißer aussehende Zähne und strahlenden Glanz von Perlweiß. Ja. Und Zahncreme sollte man täglich verwenden. Ob das jetzt so die Zahncreme ist, die man täglich verwenden sollte, aufgrund des Abriebwertes, würde ich mal den Zahnarzt fragen, des Vertrauens. Aber ja, finde ich auf jeden Fall eine feine Kiste, dass wir hier eine Zahnpasta drin haben. Ich glaube, das können wir hier zu Hause auf jeden Fall gut gebrauchen und auch viele, viele andere. Ne? So eine Zahnpasta gehört aber irgendwie halt auch irgendwo nicht in den Adventskalender rein, meiner Meinung nach. Dann können sie halt auch eine Klorolle oder so reinpacken. Die Halbzeit Nummer 12 enthält eine Maske und zwar von Beauty Glam, die Bubble Charcoal Mask. Genau, und das ist halt auch eine Maske, die ich in diesem Adventskalender vermutet hätte. Jetzt nicht die Retinol-Maske, sondern sowas. Weil alles, was ich hier so sehe, abgesehen von der Retinol-Maske, schreit für mich tatsächlich jugendlicher Mensch. Ja. Aber das finde ich cool. Bubble-Masken machen Spaß. Das ist witzig. Du kannst ja witzige Insta-Videos mitmachen oder auf dem Mädelsabend das ganz cool verwenden und so. Ne? Aber ja, jetzt habe ich hier den halben Adventskalender vor mir stehen. Da müssten wir theoretisch einen Wert von 42,50 Euro liegen haben. Ja, nun, wir haben halt dieses Avant-Produkt, was es hochreißt. Ne? Wir haben Madara, aber ansonsten haben wir jetzt nicht so super, super hochwertige Sachen. Gut, Real Her ist, glaube ich, auch nicht allzu günstig. Ne? Ja, wir schauen mal weiter. Die Nummer 13, sehr schwer, sehr was Großes drin, genau.
Oh, was bist du denn? Varens Sweet, Grenade Passion Eau de Parfum, Ulrich de Varens, 50 Milliliter. Ach, das finde ich schön. Jetzt hier so mittendrin einfach mal so ein fruchtiges Parfum reingepackt. Der Flakon sieht gar nicht mal so jung in Anführungsstrichen aus, ne? Um das mal so zu sagen. Aber halt dieses hier drauf erinnert so ein bisschen an eine Sirupflasche. Ja, das riecht halt einfach nach einem Lillet Berry, würde ich sagen. Das sind, glaube ich, auch Granatapfelkerne drin, ne? Schön. Schon schön. Schon schön. Die Nummer 14. Hier sind wir wieder bei dekorativer Kosmetik. Sehr schön. Blue Sky, die kenne ich nicht, die Marke. Und das dürfte ein Lip Liner sein, wenn ich das so richtig dem Ganzen entnehme. Passt farblich so null zum Lippenstift. Hä? Nee, das ist was ganz anderes. Cuticle Oil Pen. Mmh. Oha. Okay, das ist ein Nagelhautölstift. Aha. Und das pflegt dann mit 1,6 Gramm wahrscheinlich einfach die Nagelhaut. Aber ohne Witz, wenn du so eine Verpackung siehst, dann denkst du doch auch an Lip Liner, oder? Ja, das kannst du halt so zwischendrin einfach mal verwenden, um da halt die Nägel zu pflegen. Finde ich persönlich ehrlich gesagt sogar richtig toll. Die Nummer 15 fühlt sich an, als wäre nichts drin. Aber es ist was drin, und zwar reine Haut, Anti-Pickle-Patches. So geil, Leute. Ich mag Anti-Pickle-Patches. Ich habe euch hier ein Video gedreht für reine Haut. Das ist so geil. Mit Salicylsäure. Sehr, sehr effizient tatsächlich auch. Ne? Trocknen Pickel schnell und effektiv aus. Ja, das ist nämlich so, dass Salicylsäure diese Hautfollikel aufweicht und dann quasi alles ein bisschen besser rauskommen lässt. Das ist dann auch ein Jahr nur haltbar, nachdem du es dann ja hast. Also bis 11/24. 12 Stück sind hier drin. Ja, ich glaube 12 solche Anti-Pickle-Patches habe ich persönlich dann auch relativ bald aufgebraucht. Ist cool. Die Nummer 16. Auch hier ist wieder was Leichtes drin enthalten, und zwar von Buxom Full On Plumping Lip Polish. Das ist eine richtig beliebte Marke und ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, dass ich hier was von drin habe. Finde ich richtig geil gerade. Finde ich richtig, richtig geil. Richtig, richtig, also toll. Mensch, Dolly ist die Farbbezeichnung scheinbar. Wie viele Milliliter sind denn hier drin? Auch wenn das Sample Not For Sale draufsteht, das ist mir vollkommen Wurst. 1,5 Milliliter. Guckt euch mal die Farbe an. Die mag ich ja richtig gerne leiden. Oh. Wenn ich, da ist nicht, also ich swatch den jetzt mal. Das soll halt mega geil sein. Ist total beliebt, diese Marke, ne? Hab ich so oft schon von gehört, also im englischsprachigen Raum. Sehr gefällig, sehr, sehr schön. Ja, geil. Und dann sieht auch noch dieses kleine Ding so fancy aus. Bislang mein Highlight. Die Nummer 17, eine Woche vor Heiligabend, haben wir eine Handcreme drin von Perfect Intense. Perfect Marc Jacobs Handcreme. 30 Milliliter haben wir hier drin. Und eine Handcreme gehört ja genau wie eine Lippenpflege auch einfach zu einem Adventskalender mit dazu, wo du halt Beauty-Produkte drin erwartest. Ne? Deswegen macht es echt Sinn. Und ich finde es auch cool, dass die halt diesen Perfect Marc Jacobs Duft dafür genommen haben, weil man so einfach auch einfach nur durch eine Handcreme die Möglichkeit hat, den Duft einfach für eine längere Zeit auch mal so wahrzunehmen und zu schauen, ob einem das vielleicht auch selber gefällt, um sich das vielleicht sogar mal irgendwann zu wünschen, zu kaufen, wie auch immer. Ne, finde ich gut. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist die Nummer 18 und das ist ein Never Been Kissed Exfoliating Lip Serum mit Vitamin C und Fruchtenzymen. Ein Ananas-Kussmund, okay, von Be Fresh. Sehr interessant. 15 Milliliter habe ich hier drin. Ist halt ein Lippenpeeling, nur halt nicht mit diesen klassischen Partikeln, also mit, also das ist halt kein physisches Peeling. Was rede ich denn da jetzt? Ich habe gerade einen Knoten im Kopf, ist egal. Es ist halt ein chemisches Peeling. Ist es auch nicht. Es ist halt ein Enzympeeling, also quasi sanfter als ein chemisches Peeling und mechanisch und nicht so rubbeln wie ein mechanisches Peeling, sodass es halt quasi auch nicht die Lippen so mit Mikroverletzungen oder sowas halt verletzen würde. Ne? Ich finde es cool. Die Nummer 19. Wir haben hier unseren zweiten Gutschein. Studio Line Photography im Wert von 49,99 ein gratis Fotoshooting.
Hier hast du auch einen Code hinten drauf, maximal einen Gutschein pro Person als Rabatt auf den Shooting-Basispreis einlösbar. Der Gutschein kann weder ausgezahlt noch mit anderen Sonderaktionen oder Angeboten kombiniert werden. Der Gutschein ist nicht einlösbar für Pass-, Bewerbungsbilder sowie Wedding- und Outdoor-Shootings. Der Gutschein ist bis zum 31. Mai 2024 gültig. Das heißt, du kannst halt nicht irgendwie im Sommer Bilder machen. Mehr Infos findest du auf der Internetseite. Unvergessliches Fotoshooting-Erlebnis mit anschließender Bildauswahl aus ca. 60 Aufnahmen. Inklusive ein Lieblingsbild als Abzug und Datei, bringe diesen Gutschein zu deinem Termin mit. Die Frage ist halt, gibt es solche Studios bei mir in der Nähe? Ich schreibe euch hier mal rein, wie weit das nächste Studio von mir entfernt wäre. Und hier schreibe ich dir mal rein, wie viele Studios es überhaupt in Deutschland gibt. Das wäre ja vielleicht auch mal eine ganz interessante Sache, ne? An und für sich finde ich das cool und das passt auch in einen Germany's Next Topmodel Adventskalender. Aber ich finde es manchmal ein bisschen, ne, man muss halt gucken, aber an und für sich finde ich das cool. Also ich kann mir das wirklich vorstellen, dass ich sowas auch machen wollen würde, wenn das hier irgendwie in der Nähe wäre. Wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer entfernt ist, kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir das einfach mal so genehmigen würde. Die Nummer 20 eröffnet den Sprint Richtung Heiligabend und hier haben wir was von Paula's Choice drin. Das ist toll, das ist das Paula's Choice 2% Liquid Exfoliant mit Salicylsäure, 30 ml, ist meiner Meinung nach halt auch in so einem Adventskalender ganz gut aufgehoben. Salicylsäure, weiß ich jetzt nicht, ob ich das als Teenager verwenden würde oder empfehlen würde, doch ich glaube aber schon, das ist ja schon sehr, sehr stark dann tatsächlich als Anti- Pickel-Unreinheiten-Produkt, ne? Aber es passt definitiv. Ich würde es halt nicht direkt drauf lassen. Schaut euch dazu gerne mein Video an, was ich mal gedreht habe, zu Peelings, ne? Falls ich es nicht schon verlinkt habe. Ich weiß es jetzt nicht. Aber man sollte sich an Peelings halt immer ein bisschen vorsichtiger rantesten. Und dann funktioniert es halt ganz gut. Direkt daneben haben wir hier schon die Nummer 21. Ulac Liquid Diamond Glow Color 5,8 Gramm in der Farbe Sand. Es ist ein flüssiger Lidschatten. Ja, for Eyelux. Und das ist tatsächlich mit einer Glasverpackung sehr, sehr edel. Und so ein Ton ist auch sehr tragbar. Das ist ja dann ein Sandton, der dann ja mit Schimmer sein wird, weil hier steht der Diamond Glow und das könnte ja fast schon in die Bronze-Richtung reingehen, was dann auch wieder sehr edel aussieht. Die Nummer 22 lacht mich die ganze Zeit schon so an, weil das komplett in der Mitte und riesig ist. Und hier haben wir auch ein riesiges Produkt drin. Anti-Pickel-Waschgel. Wir hatten schon von Luvas eine Waschlotion. Okay. Ja, riesig. Entfernt Teig und Unreinheit mit Totes Meer, Mineralien und Salicylsäure, auch hier wieder Salicylsäure enthalten. 200 ml sind hier drin. Nur als Tipp, falls ihr den Adventskalender irgendwie jemandem schenken solltet oder also einem Teenager oder so, bitte dann auch irgendwie als Tipp mit an die Hand geben, dass man, nachdem man Salicylsäure verwendet hat, die man, by the way, eher so abends verwenden sollte, immer auch Lichtschutzfaktor dann am nächsten Morgen nehmen sollte, weil die Haut halt wirklich lichtempfindlicher wird, ne? Aber gut, ja, das auf jeden Fall nochmal so als kleiner Tipp am Rande. Und das ist einfach ein Riesen-Uschi mit 200 ml. Krass. Die Nummer 23. Ein Tag vor Heiligabend, Leute. Was geht hier ab? Etwas mit Lippen. Ein Hashtag BeRoutine Kussmund. Oh la la. Lip Patch für die Lippen, für zarte und pralle Lippen. Das passt auf jeden Fall, ne? Dass man vor Heiligabend einfach nochmal die extra Portion Pflege sich gönnt und dann auch schön die Lippen so pflegt. Das passt, das ist okay. Andere packen Duschgel oder sowas rein und jetzt ist es hier eine Maske. Ist cool. Wobei eine Lippenmaske wird wahrscheinlich nicht jeder hart feiern, aber ich persönlich finde es cool. Aber ich muss sagen, Leute, ich bin jetzt wirklich gespannt, was in der 24 ist, weil, knack, das war die Hüfte. Dann habe ich hier, was habe ich, irgendwas Leichtes ist hier drin. Wahrscheinlich ist hier ein roter Lippenstift oder so drin. Ja, nee, wir müssen hier wieder ein Produkt drin haben, was natürlich den Preis auch schön hochtreibt, damit wir auch wirklich die 320 Euro erreichen, Leute. Von Mud Masky Glam Care Glowy Illuminating Blush Drops habe ich hier drin. In Pink Martini, 15 ml. Habe ich das nicht schon? Ich zeige euch das erstmal hier so. Und ich glaube, dass ich den nämlich schon in irgendeiner Box mal mit drin hatte. Sag ich doch. Das müsste, glaube ich, sogar die Pinkbox oder so gewesen sein. Wir swatchen das mal und ihr seht, was ich dann meine. Also, vielleicht als Primer möglich. Aber wir gucken einfach mal so. Meins packe ich mal zur Seite.
es ist jetzt nicht so unbedingt blushy, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben ja auch so einen Perlglanz mit dabei. Ich habe mir jetzt eine ordentliche Menge aufgetragen und verteile mir das jetzt einfach mal. Und es ist fort. Also ich habe hier so einen ganz leichten Glow mit dabei. Aber sonst ist das nichts, ne? Und das in der 24 ist, glaube ich, für viele so ein richtiger Zong. Und ich fühle mich alt, dass ich etwas als Zong bezeichne. Ich glaube, die Leute, die die Zielgruppe von dem Adventskalender sind, wissen nicht, was das ist. Puh, jetzt ein Fazit, Leute, das wär's, ne? Also, Zielgruppe für den Adventskalender ist definitiv ein junges Mädchen. Also, oh Gott, ich fühle mich noch älter, dass ich junges Mädchen sage. Nein, ein Teenager. Was die Person dann aber mit dem Retinol-Produkt anfangen möchte, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben nämlich recht viele Anti-Pickel-Produkte hier mit dabei. Ne? Salicylsäure wird hier ganz groß geschrieben. Dann sind hier auch eher leichte dekorative Kosmetikprodukte enthalten. Wenn ich aber bei diesem Adventskalender zum Beispiel an meine Nichte denke, die ja definitiv in der Zielgruppe wäre, ich glaube, die würde nicht so hart feiern, weil du hier viel zu viel Pflege drin hast. Also dafür müsste dann schon wieder mehr dekorative Kosmetik drin sein. Aber für eine erwachsene Frau ist der Adventskalender, glaube ich, gar nicht so geil. Also ich würde den auch wirklich nicht empfehlen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Ich finde einfach diesen Kalender total random. Aber ihr könnt mir auch gerne eure Meinung mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht, keine Ahnung, habe ich da auch irgendwie den falschen Menschen im Kopf, den ich als Zielgruppe gesehen hätte. Ne? Aber ich feiere den jetzt nicht so. Im Sale, ja, okay, kann man sich den holen, wenn man da einen Schnapp macht. Ne? Aber ich wüsste jetzt nicht, welches Produkt einen dazu jetzt irgendwie catchen würde. Ne? Schreibt mir das, wie gesagt, gerne. Naja, das war's jetzt einfach mal. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.